Willkommen zurück, Freunde. Final Fantasy 15. Ich begrüße euch. Wir sind im Zug. Der Autosave hat funktioniert. Und jetzt müssen wir, glaube ich, diesen Zug erkunden, wenn ich mich nicht täusche. Jo, dann mal los. Ja. Das mache ich jetzt. Was haben wir hier? Siehst du mit Brille mehr? Ja, ich habe keinen Bock. Ganz ehrlich, diesen Zug jetzt zu erkunden. Was soll ich? Also ich glaube, hier gibt es noch ein paar Items, die aber nicht die Welt sind. Irgendwo hier soll also ein Königsgrab sein. Irgendwo hier. So, und diese Nebenaufgaben nehme ich jetzt auch an, denn die befinden sich meines Erachtens natürlich alle hier. Also die Ziele, ja. Ich gucke jetzt mal gerade, ob es hier auf der Karte noch irgendwas gibt, was mich interessiert. Aber es sieht nicht so aus. Also gehen wir mal los. Hey, du da. Hm? Ich brauche Hilfe bei der Suche nach Archeo Evis? Klingt nach einem gefährlichen Monster. Nein, das sind die Namen meiner niedlichen Schokoboküken. Ich habe sie mit auf meine Reise genommen. Aber sie sind ausgerissen. Allerdings können sie nicht weit weg sein. Wahrscheinlich sind sie noch hier am Bahnsteig. Hilfst du mir bei der Suche? Na gut. Klar. Jetzt, wo meine Alte weg ist. Also die haben sie echt, die Weiber hier haben sie echt gut hinbekommen, du Junge, Junge. So, was hast du hier für ein Problem? Gar keins. Aber da vorne ist Prompto. Willkommen. Und hier gibt's was zum Einkaufen. Das Nötigste habe ich parat. Ja, dann schauen wir noch mal. Also, ich nehme hier auf jeden Fall was für Komfus mit. Das habe ich ein paar Mal schon erlebt, dass ich das nicht heilen konnte. Goldnadel. Nehmen wir auch mal 20 Stück mit. Jungfernkuss, was ist das? Halt, Frosch. Frosch habe ich noch nie bekommen. Das lassen wir mal. Wie komme ich zum Fuck noch mal an 41 Phönixfedern? Gut, Elixiere nehmen wir mit. Die habe ich voll, die habe ich auch voll. Also, okay. Bis dann. Okay, bis dann. Ich bin's. Ist der Zug schon in Zur Karpe angekommen? Ja, ich suche jetzt. Das Grab kann ja nicht weit sein, oder? Nein, es befindet sich unten im Steinbruch. Direkt am Bahnsteig ist ein Fahrstuhl. Damit kommst du runter zum Eingang der Grube. Alles klar. Sei vorsichtig, verstanden? Er sagt auch immer denselben Scheiß. Ja, Noctis hat sich ein kleines bisschen verändert von seiner Aussprache her. Ja gut, okay. Hey, hast du mal einen Augenblick? Der Steinbruch da unten ist aufgrund eines mysteriösen Vorfalls... Was hat denn der für Zähne, Alter? Ich bin Journalist und habe extra den weiten Weg im Zug auf mich genommen, um dieser dubiosen Sache auf den Grund zu gehen. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht erwartet, dass da unten so viele Wildtiere sind und mein Schwert ist bei weitem nicht so stark wie meine Feder. Aber du siehst mir aus, als könntest du für mich ein paar Fotos machen. Ich brauche 3 Fotos von dem kaputten Drill, dann noch ein Foto vom Schuppen. Bring mir diese Fotos und mein Artikel ist so gut wie fertig. Ich zähle auf dich. Okay. Na toll, als hätte ich nicht schon... Warte mal, der Aufzug war hier. Damit komme ich... Wo komme ich denn da? Ach, da unten. Jetzt spring noch über dieses... Gut. Runter. Ja. Blindfisch. Ja, ich nehme natürlich mit. Ist ja logisch. Ich komme schon klar. Ich weiß nicht mehr genau, wie sich Ignis jetzt im Kampf verhält. Wie beeinträchtigt er ist. Ich weiß nicht mehr, was das jetzt mit ihm macht. Er kann nichts sehen. Das ist logisch, aber... was da jetzt von ihm alles kommt, Wir weiß ich nicht. Da, am Steinbruch. Das Grab muss sich im Innern der Grube befinden. Unser nächster jetzt Dungeon. Müssen wir nur noch das Grab finden. Die Fauna hier ist uns unbekannt.
Wir müssen beim Kämpfen noch vorsichtiger als sonst sein. Na, schon klar. Ah, okay. Ich darf nicht so schnell laufen. Der Boden ist rutschig. Vorsicht. Okay. Wo ist er denn? Schön langsam, Ignis. Wir warten. Hey, wäre der König so gütig, auf sein Gefolge zu warten? Ja, Entschuldigung. Ja, doch, nein, Schnauze. Ja, ist jetzt wie gesagt ein bisschen doof, dass ich halt... Natürlich darf ich sprinten, aber ich mach's nicht. Entschuldigung. Oh, was haben wir denn da? Oha, Schildscheren. Und los. Tschüss. War ich dir im Weg? Da hinten Nein, liegt was. So war das nicht gemeint. Eine zackige Schuppe. Alter Schwede. Kann ich hier rüber? Ey, du bist auch springtechnisch nicht so der Bringer, Noctis. Ohne Witz, ey. Überanständig nicht, Ignis. So, relativ großes Areal. Da bin ich gekommen. Und da muss ich hin. Ich schau mal eben kurz auf die Aufgaben. Weil irgendwo muss ja... Minenfotos sind da oben. 108. Okay, ich laufe erstmal hier hin. Mach das zuerst. Ich hoffe, ich kann jetzt über diesen Zaun springen und der bitcht hier nicht wieder rum. Oh, leck mich doch. Ah, ich kann hier... Kann ich das? Kann ich auch nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Okay, dann geht's halt dahin. Da kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht rüber. Oder muss ich hier oben lang? Kann hier Bob da oben lang? Ich glaube nicht. Die Musik passt nicht. Leider. So, hier rüber. Und dann einmal hier. Ey, sag mir nicht, ich kann da jetzt nicht rüberspringen. Was ist denn hier los, ey? Na, hier geht's komischerweise. So, wie komme ich denn da hin? Muss ich hier rüber? Über dieses Ding? Nee. Mal runter ist natürlich der völlig falsche Weg. Oh, stopp, da liegt was. Massivknochen. Das sind wahrscheinlich alles Items, die ich verdammt gut verkaufen kann. Aber die mir jetzt nicht viel bringen. Ah, halt, ich kann hier hoch, aber dann kann ich nicht weiter. Nee. Kann ich da hoch? Da ist zumindest kein Weg auf der Karte und da kann ich auch nicht rüber. Nee. Scheiße. Ich bekomme wahrscheinlich überhaupt nichts an EP dafür, was ich hier gerade mache, aber ich will es einfach gemacht haben. Ich will mir ja nie sagen lassen, ich hätte ein paar Nebenaufgaben ausgelassen. So. Da. Da hoch. Da komme ich nicht weiter. Habe ich schon gecheckt. Da komme ich ja nicht über den Zaun. Ja, verdammte Axt. Wie komme ich denn da hin? Ich muss ja irgendwie von hier oben darüber. Nicht wahr?
Oh, es wird Nacht. Ja, ich muss ja irgendwie hier rüber. Hier ist ja... Ich muss ja irgendwie... Und es geht nicht. Ich komme nicht rüber. Ich komme nicht über den Zaun. Und jetzt wird es ja auch noch dunkel. Ich krieg die Krise, ey. Ey, ich muss doch über diesen Zaun springen können. Hier ist... Leckt mich doch am Arsch, echt. Hier ist auch nichts offen. Kann ich hier rüber? Auch nicht. Was ist denn das für eine Warte mal, kann ich hier runter? Aha. Ja, aber trotzdem, okay. Der Weg war eigentlich vorgegeben, aber ich muss doch über so einen scheiß verdammten Zaun springen können. So, hier oben war ein Item, das habe ich gesehen. Das will ich auf jeden Fall noch haben. Wenn es wahrscheinlich nur der letzte Rotz ist, aber... Oh, doch nicht. Sternanhänger. Was ist das denn? Ein Scheiß. Schützt vor Gift. Ja, toll. Macht auch ein Gegengift. Oh, da vorne ist ein Schlafplatz. Den nutze ich gleich. Ich habe nämlich keinen Bock hier im Dunkeln rumzulaufen. Und ich vermute mal... dass das Foto, was ich gleich hier schießen soll, auch bei Dunkelheit nicht funktioniert. Mit R... Okay, vom defekten Drill. Meint er das? Ja, ne? Fotomodus. Foto machen. Verdammt, so wird das nichts. Ich warte besser, bis es hell ist. Das habe ich mir gedacht. Oh, ein Feinelixier, sehr geil. So, was bedeutet, ich muss, wo war das denn jetzt? Da hinten, ach du heilige, verfickte Scheiße. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Aua. Aber nicht weiter. Nacht, kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Ja, theoretisch müsste ich das, ich weiß. Aber ich will ja auch nicht hier diesen Part überstrapazieren mit einfach nur, ne, ihr wisst. So, ich muss da vorne erstmal schlafen gehen. Ich habe weder Bock auf Nacht noch auf Regen. Da vorne muss ich hin. Oh, da ist ein Gegner. Was ist das? Snaga. Was immer das ist. Okay, das war's. Feinden aus dem Weg gehen. Ich weiß. Liegt ja noch was für mich. Nö, halt. Nee. Also ein Glühwürmchen. So. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hoch, ey? Komme ich da überhaupt hoch? Nee. Oder? Doch, wahrscheinlich hier. Ja, alles klar. So, wie ich gleich wieder zurücklaufe und das Foto mache, schneide ich raus. Da müsste er ja nicht bei sein. Refugium. Ah, stopp. Habe ich den Stufenstopper angelegt. Ja, alles klar. Ich kann zelten. Ich will nicht mehr. Oh, der Ignis tut mir so leid, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Okay. Na gut, kochen kann er jetzt auch nicht wirklich. Ich nehme ein paar Cup-Noodles.
Mehr kann er einfach gerade nicht. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das nicht irgendwann sich wieder ändert. Na, schauen wir mal. Wollt ihr die Fotos von heute sehen? Nee, will ich jetzt gerade nicht. Es regnete immer noch, leck mich. Okay, Foto... Gehen wir. Ignis, alles klar? Ja. Ach, da. Keine Sorge. Okay. Foto. Aha, ist jetzt nicht das schlechteste Nummer Bild. Eins. So, jetzt muss ich wieder zurück, aber das schneide ich raus. Bis gleich. So, hab die beiden Fotos gemacht. Jetzt fehlen noch zwei. Das eine ist hier. Schuppen sieht ziemlich runtergekommen aus. Aber es liegen sogar noch ein paar Wertgegenstände. Als hätten die Leute hier alles in Panik zurückgelassen. Das klingt mir nach mehr als nur einem Arbeitsunfall. Hat ein mieses Gefühl bei der Sache. Oh, der, ich glaube, ich muss das von hier machen. Falsch. Ja. Nee. Ach, vom Schuppen. Entschuldigung. Das dürfte gut genug sein. So, und da, oh, ich hab irgendwas umgerannt. Ich bin ein Arsch. Da vorne ist das letzte Foto. Oha! So. Und bitte. Ach, da komme ich nicht weiter. Was bist du denn? Das Ding habe ich schon mal gesehen an der Küste, wo der Leuchtturm war. Das war gar nicht so. Ich glaube Stufe 40, irgend so ein Vieh. Ja. Carla Boss. Oder wie auch immer das Ding heißt. So, Angriff von hinten. In your face. Oh, nee, dann nehme ich Königswaffen. Beschwerlicher Weg. Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. So. Ah, der Dungeon ist eigentlich relativ langweilig, ganz ehrlich. Hier ist nichts los. So. Von hier aus noch ein Foto. Das war wohl nichts. Nee, war das nichts? Naja, ist jetzt nicht das schlechteste Bild. So. Sieht ganz so aus, als wäre das auch erledigt. Okay, so, jetzt haben wir noch eine Aufgabe zu tun, und zwar die Nestflüchter. Chocobo-Küken fangen, ja, und wo? Okay, pass auf, ich mach mal die ganz normale Aufgabe und vielleicht laufen mir die Dinger ja über den Weg. Möglich. Wo soll ich denn hier Küken fangen? Pff, ja. Kein Plan. Kann ich hier was aktivieren? Ja, kann ich. Dann mach ich das mal. Ach so, kann ich nicht. So, Moment, wo muss ich denn lang? Links oder rechts? Tja, keine Ahnung. Dann laufe ich mal hier unten lang. Ja, beruhig dich. Beruhig dich, okay? Beruhig dich. Springen? Ja, komisch, das geht, ne? So ein Geländer mit 8 Meter Höhe, da kann er rüber, aber den Zaun eben nicht. Spasti, ey. So, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, hier in diesen komischen Grotten oder in diesem Steinbruch, da gibt es gleich einen ganz, ganz fiesen Gegner.
Ist auch meines Wissens ein Boss. Und wir alle kennen ihn, wir alle hassen ihn. Das Grab muss wohl da drunter sein. Ignis, nicht stolpern. So. Hier komme ich durch, das ist schön. Und da ist doch... Was ist denn das? Kommen wir da durch? Na, schauen wir mal. Der Eingang ist versperrt. Muss eine Art Baumaschine sein. Wenn es eine Maschine ist, lässt sie sich bestimmt von irgendwo steuern. Irgendwo hier muss ein Schalter sein. Ja, ja, ich suche ja schon. Den habe ich wahrscheinlich gerade gefunden. Das ist der. Nein. Schade. So, dann laufen wir mal rum. Oh, sieht was vielversprechend hier? Aus. Jawollo. Steuerung. Mal sehen. Mal sehen. Ja. Mist. Das war wohl nichts. Warum? Mal sehen, was hier steht. Bei Stromausfall die Generatoren aktivieren. Schlüssel ist im Schuppen. Im Schuppen? Der da oben auf dem Hügel? Welcher denn sonst? Okay. Lass dich an die Gruppe an. Ja, Entschuldigung. Ich habe aber keinen Bock, langsam zu laufen, ganz ehrlich. So. Ihr könnt doch bestimmt ganz wunderbar auf Ignis aufpassen. Das ist, ja, mehr als lächerlich, dass sie mir hier mit Wegpunkten quasi den Weg zeigen wollen. Also den Schuppen hätte man auch noch so finden können. Theoretisch hätte man sich auch über die Karte zur letzten Unterkunft teleportieren lassen können, wäre man auch schon da gewesen. Also, naja, gut. Ein Final Fantasy für Neueinsteiger und Anfänger. Ihr wisst, was ich meine. Hier. Das muss der Schlüssel sein. Ziemlich unverantwortlich, den hier einfach so verrosten zu lassen. Und, wo müssen wir jetzt hin? War auch auf dem Schild vorhin erklärt. Na dann los. Oh, hin und her gerenne und. Ich renne nicht so. Doch, ich renne. Weil ich keinen Bock habe zu traben. Wo seid denn ihr? Oh. Ihr macht das schon, Freunde. Bekommt ihr keine Bewertung für, ja. Oh. Und tschüss. Strom. Hier, der erste. Geht er noch? Mal sehen. Das Kabel ist verbunden. Verbox nicht. Halt jetzt die Klappe. Klingt gut. So, gibt noch einen. Was? Es gibt noch einen Generator? Ist eine große Maschine. Mit einem Generator kriegt man die nicht bewegt. Wieder so scheiß. Naja, egal. Ich hab doch gedrückt, du Arsch. Jawohl. Ich hab schon wieder gedrückt. Bin ich hier allein oder was? Wo seid ihr?
Da kommen sie. Na gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diesen Part extrem langweilig. Sorry. Warte mal, Blutsauger klingt doch geil. So. Letzter. Hoffentlich. Hier ist der zweite. Schmeiß die Maschine an. Wer weiß, wie lange der Strom hält. Das weiß ich selber. Jetzt sei mal nicht so eine Bitch, ey. Ohne Witz. Ja, okay, deine Frau ist tot. Heißt aber nichts. Lauf nicht alleine davon. Mach ich ja nicht. So. Ab geht's. Ist der Weg frei? So hat es sich angehört. Ja, sehen wir nach. Pronto. Willst du nicht das Licht anmachen? Kannst du etwa wieder sehen? Es ist schon dunkel. Lichtquellen nehme ich gerade noch wahr. Verstehe. Na, das ist doch immerhin etwas. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Was schlaberst du? Ich muss weiter. Ist doch egal, was ich will. Als König habe ich ohnehin keine Wahl, oder? Ja, das mag ja sein, aber... Wenn du das weißt, verhalte dich entsprechend! Aufgerüttelt durch Gladius' Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung Selbstbesinnung. Seine Vitalität ist temporär um 50% erhöht. Oh. Jetzt kommen wir durch. Okay. Kein Glück. Es hat funktioniert. Ja. So. Was ist das für eine riesige Höhle? Das Grab muss weiter innen liegen. Kommt ihr mit? Was denkst du denn? Und ich denke gar nichts. Wenn ich mich nicht irre. Sag mal, riecht ihr das auch? Ja. Ignis, nicht ausrutschen. Das war das Stichwort. Riecht ihr das nicht auch? Ihr könnt euch sicher vorstellen, was jetzt kommt. Soll also das Königsgrab verborgen sein. Wo war denn das? Warte, war das nicht hier? Jo. Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Was ist das? Ein Schlund? Da ist er. Was ist das? Ein Morbol. Oh, ich liebe diese Dinger. Ich würde gern lange mit ihm machen, aber ich mache das mit Königswaffen. Hallo? Noch nicht tot? Oh, ein Sprössling. Du bist immer noch nicht tot. Alter, was ist mit dir los? Da hinten ist noch so ein Vieh. Komm her. Und noch eins. Was sollen wir tun? Ich habe absolut keine Ahnung. Es muss einen Weg geben. Oh oh. Oh nein! Lauter kleine Mini-Viecher! Zerstört sie! Vielleicht schaffen wir es.
Kombinationsgabe. Okay. Ich frage mich, wohin der Mobile jetzt verschwunden ist, denn ich kann hier laufen. Fass sie besser nicht an. Am besten wir verbrennen sie. Ein Königsgrab. Wer legt denn hier ein Grab an? Was haben wir denn da? Ist das ein Schwert? Ja, das ist so ein Katana-Ding, glaube ich. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. Ja, da wir schon Abend haben. Moment! Ich keinen Bock habe, zurückzulaufen. Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch wir da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann soll er selbst entscheiden. Denn es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme, wenn ich zur Last werde. Verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer, Verluste oder Freundschaften. Gladio. Noct wird bereit sein. Doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? Genau, ich laufe direkt zurück. Nächste Königswaffe. Die schauen wir uns jetzt erstmal kurz an, was das genau ist. Na. Bahnhof Catanzia, wie auch immer. Sag mal, können wir vielleicht doch nach Tenebrae? Klar, von mir aus gern. Wenn's dir dann besser geht. Ach, ich hab die beiden Nebenaufgaben, beziehungsweise ich hab eine Nebenaufgabe vergessen. Scheiße. Nestflüchter. Sind die vielleicht nicht sogar hier oben am Bahnhof? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich muss mal eben mit dir quatschen. Warte mal eben. Und? Hast du meine Küken gefunden? Nee, habe ich nicht. Sag mal eben, wo die waren. Hast du meine Küken gefunden? Ja, kannst du mir vielleicht was anderes sagen als diese Scheiße? Ich muss jetzt nicht nochmal hier runter, oder? Oh, das kotzt mich alles an. Fuck. Okay, ich wollte diesen Part hier eh beenden, da ich ja jetzt nach Tenebrae fahre. Deswegen machen wir hier Schluss und wir schauen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Freunde, bis dahin. Ciao, tschüss.